Ja? Ach, Frau Jümers, guten Tag. Hallo, grüß Sie. Oh. Dankeschön, Sie haben gerettet, meine Schwester. Ich bin so glücklich. Und mein Vater auch, dankeschön. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir Ihre Schwester gefunden haben. Nehmen Sie doch bitte Platz. Hm? Ja, Frau Jümers. Und Ihrer Schwester Nessin, der geht's auch gut. Die ist schon wieder bei ihrer Mutter. Wo haben Sie gefunden, Foto? Das Foto? Das Foto, das haben wir dem Herrn Ronny Perling abgenommen. Das ist der Mann, der Sie gestern bedroht hat im Gerichtsflur. Das heißt, der ist festgenommen, der ist auch ein alter Bekannter der Justiz. Er hat eine ellenlange Latte an Vorstrafen, die meisten wegen Körperverletzung und Nötigung. Aber das ist hinter Schloss und Riegel. Das heißt, Sie müssen überhaupt keine Angst mehr haben vor niemandem mehr, wenn Sie jetzt Ihre Aussage machen. Ja? Okay. Sind Sie soweit? Kommen Sie, dann gehen wir in den Gerichtssaal, oder? Wir setzen die gestern unterbrochene Hauptverhandlung gegen Aslan Öner hiermit fort. Frau Ayhan, zunächst möchte ich Sie als Dolmetscherin belehren, dass Sie natürlich auch heute weiterhin treu und gewissenhaft übertragen, also übersetzen müssen. Dem Angeklagten Öner wird vorgeworfen, am Abend des 8.11.2006 Peter Bühler erstochen zu haben. Außerdem soll er Lale Yilmaz eingesperrt, geschlagen und zur Prostitution gezwungen haben. Frau Yilmaz, ich mache Sie darauf aufmerksam, Sie sollen jetzt wieder als Zeugin vernommen werden, dass Sie weiterhin die Wahrheit sagen müssen. Allerdings müssen Sie auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Wollen Sie Ihre Aussage von gestern noch was hinzufügen oder berichtigen? Ja, ich möchte jetzt alles sagen. Du hast doch schon alles gesagt, was willst du denn noch? Öner, Öner, Sie halten sich jetzt zurück hier. Meine Schwester ist jetzt in Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Und... Frau Jemers, ganz klar, Sie brauchen vor niemandem mehr Angst zu haben. Ja? Sie sagen selber, Ihre Schwester ist in Sicherheit. Sie brauchen keine Angst vor niemandem zu haben und sich auch nicht beeinflussen zu lassen. So, und jetzt erzählen Sie mal der Reihe nach, was passiert ist. Also, ich habe Ihnen gesagt, wie ich gekommen nach Deutschland, das alles Wahrheit. Aber ich bin gekommen und Aslan mich sofort eingesperrt. Und er hat gesagt, du musst gehen mit Männern schlafen. Und ich habe sagen, was mit Putzen? Ich will putzen, nicht das. Und aber das niemals war sein Absicht. Er nur sagen, ich bin Dolander, da wurde getrennt. Er hat mich an der Nase herumgeführt und das als Lockmittel gesehen, um mich nach Deutschland zu locken. Also habe ich Sie richtig verstanden? Nach Deutschland sind Sie gekommen, weil er Ihnen versprochen hat, dass Sie einen Putzjob bekommen. Und hier hieß es dann, Sie müssen für ihn anschaffen. Ja. Und Sie haben sich geweigert. Ja. Und was hat er dann gemacht, als Sie sich geweigert haben? Er mir mich schlagen, auch mit Hand, auch ins Gesicht. Und ich konnte nicht essen. Vor Schmerz Tage. Und dann er sagen, wenn du nicht machen, was ich sage, dann immer ich schlagen. Hat er sie noch einmal geschlagen? Nein, weil ich habe machen, was er sagt und ich habe nicht mehr. Und ich habe warten, er bringt Mann, dann hat angefangen. Wie oft waren das? 4, 5 Männer am Tag. Mhm. Waren Sie die ganze Zeit in der Wohnung des Angeklagten? Ja. Mhm. Hatten Sie bis zu dem Abend da nie eine Chance zu fliehen oder sich einem Freier anzuvertrauen? Doch, einmal. Ich gesagt, ein Mann, aber dieser Mann nicht mehr gekommen. Und einmal, ich habe geschrieben, ein Zettel, Hilfe. Und haben diesen Mann in Jacke. Und aber. Und was ist dann passiert? Aslan hat gesehen und dann noch schlimm. Er noch mehr Kontrolle. Mhm. Ich nichts machen können. Sie sagten 4 bis 5 Männer am Tag? Peter Bühler war einer von denen, oder? Ja. Peter, er war nett, so nett, er war Lehrer. Ich habe vertraut, ich habe ihm alles erzählt und er hat gesagt, dass er mir helfen und wir
können wegrennen. Und am 8.11.2006 haben Sie dann den Plan in die Tat umgesetzt? Ja, aber eigentlich wollte ich nicht an diesem Tag. Und wieso sind Sie dann trotzdem genau an dem 8.11. geflüchtet? An diesem Tag, Peter ist gekommen und er hat bezahlt bei Aslan. Und Aslan hat ihn gebracht in mein Zimmer und er hat Tür zugemacht. Aber er hat vergessen Schlüssel auf die Tür. Und Peter hat gemerkt, aber Aslan nicht, weil er hat im Fernsehen anschauen ein Fußballspiel und dann Peter hat gesagt, dass eine Chance wir müssen. Da haben Sie beschlossen, spontan zu flüchten. Ja. Und da sind Sie gemeinsam raus aus der Wohnung. Ja, wir zusammengegangen. Er mich genommen an den Arm und gesagt, los. Und dann am Anfang ganz leicht, ich dachte, vorbei, aber auf einmal Aslan da. Hat sie verfolgt? Ja, er hinter uns und Peter sagt, lauf und ich weglaufen. Und Peter? Aber Peter, er stehen bleibt und vor Aslan stellt und mir helfen. Und dann Aslan, er mit Messer töten. Haben Sie gesehen, wie er zugestochen hat? Er stoßen. Aber ich laufen. Wie oft haben Sie gesehen, dass er zugestochen hat? 3-mal. Und was haben Sie gemacht? Wo sind Sie hingelaufen? Ich gehen und nicht wissen, dann U-Bahn fahren, ganz Nacht. Und dann mir einfallen, Peter immer gesagt, du kannst gehen zu Horst, wenn du Problem. Und ich bin gegangen und hab erzählt alles. Herr Öhner, haben Sie gehört, was die Lale sagt? Wollen Sie dazu noch irgendwas sagen? Noch Fragen an die Frau Jelmers? Keine. Frau Jelmers, ich glaube, da haben Sie allen einen großen Gefallen getan. Aber den allergrößten haben Sie sich selbst getan. Ja, dann bleibt die Zeugin unvereidigt. Dann nehmen Sie doch bitte hin Platz. Herzlichen Dank auch, Frau Eihahn. Dann kommt noch zur Verlesung der Auszug aus dem Bundeszentralregister. Keine Eintragungen, also keine Vorstrafen in Deutschland. Noch irgendwelche Anträge oder Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, Lale Yilmaz, eine starke Frau. Sie hat es geschafft, sich aus den Fängen ihres brutalen Zuhälters zu befreien. Und sie hat es geschafft, am Ende genug Mut und Kraft aufzubringen, letztlich gegen den Angeklagten, trotz des Drucks, der weiterhin von ihm ausging, auszusagen und damit die Wahrheit ans Licht zu bringen. Der Angeklagte ist überführt, und zwar bezüglich sämtlicher angeklagter Taten. Er ist ein Mörder, er ist ein Zuhälter, er ist ein Menschenhändler und er ist, so sieht es unser Gesetz vor, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, die Anklage stützt sich einzig und allein auf die Aussage von Lale Yilmaz. Und da bitte ich das Gericht ganz besonders sorgfältig, deren Angaben zu prüfen und zu hinterfragen. Für mich bleiben da Fragen und Zweifel. Kann es nicht doch sein, dass Lale letztlich ihren Vater schützen will? Kann es nicht doch sein, dass er es war, der Peter Bühler niedergestochen hat? Kann es nicht doch sein, dass Lale aus Furcht vor gesellschaftlicher und familiärer Ächtung ihr Martyrium womöglich nur erfunden hat? Ich denke, dass hier ein Tatnachweis gegen meinen Mandanten nicht geführt werden konnte. Bis auf eines, die Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz, weil er Lale hier nach Deutschland geholt hat, ohne Aufenthaltstitel. Ich beantrage deshalb im Hinblick darauf eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen und im Übrigen ihn freizusprechen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Herr Öhner, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Lale hat Angst vor ihrem Vater und deshalb beschuldigt sie mich. Die Kammer zieht sich zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil.
Der Angeklagte Aslan Öner ist schuldig des Mordes in Tatmehrheit mit Verratsberaubung, in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, Zuhälterei, sexueller Nötigung, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und mit Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz. § 177 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 181 Klein A Absatz 1 Nummer 1 und 2, 211, 223 Absatz 1, 232 Absatz 4 Nummer 1, 239 Absatz 3 Nummer 1, 27, 52, 53 Strafgesetzbuch, 95 Absatz 1 Ziffer 3 Aufenthaltsgesetz. Er wird deshalb zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht der Beschluss der Haftbefehl des Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg vom 23.11.2006 bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Herr Verteidiger, wir haben uns die gleichen Fragen gestellt wie Sie. Es steht außer Frage, Lale Yilmaz hat nicht geputzt, sondern Feier empfangen. Und man muss schon überlegen, ob sie dieses Martyrium vielleicht nur erfunden hat, um ihren Vater zu schützen als den wahren Täter oder aus Scham, aus Furcht vor sozialer Ächtung in ihrem Umfeld. Vorab, wäre der Vater der Täter gewesen, dann zeigt alle Lebenserfahrung, dann säße er heute nicht hier. Dann hätte er sich der Strafverfolgung durch Flucht in die Türkei entzogen, in dem Wissen, dass er niemals an Deutschland ausgeliefert werden könnte. Aber für uns viel wichtiger, die Aussage von Lale, die sie heute gemacht hat, ist rundum glaubwürdig. Gestern stand sie dermaßen erkennbar unter Druck und hat Ungereimtes von sich gegeben. Und sie stand so unter Druck, dass sie sogar hier einen Kreislaufzusammenbruch vorgetäuscht hat. Und was sie dann erzählt hat, das hat sich ja bewahrheitet, das war keine Lüge. Ihre Schwester ist tatsächlich gekidnappt worden, und zwar von Menschen aus dem Umfeld des Angeklagten. Und da frage ich mich, warum denn, wenn der Angeklagte keinen Dreck am Stecken hat? Ja? Was sie heute gesagt hat, ohne diesen Druck, man hat es richtig erkennen können, dass der von ihr abgefallen ist, das war rundum glaubwürdig. Das war das, was sie bei der Polizei gesagt hat. Und das war das, was sie dem Zeugen Bühler gesagt hat, der übrigens für sie weit entfernt von jeder Strafverfolgung war, sondern nur die Vertrauensperson, die der Peter Bühler ihr genannt hat. Dem hat sie sich anvertraut. Und schon deshalb glauben wir, dass sie ihm die Wahrheit gesagt hat. Wir kommen zum Ergebnis also, dass der Angeklagte nicht nur ein Zuhälter ist, nicht nur ein Menschenhändler, nein, dass er vor allem ein Mörder ist. Und da erübrigt sich jede Diskussion über die Strafhöhe. Dafür gibt es nur lebenslange Freiheitsstrafe. Gegen das Urteil kann allerdings innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. Ihr Verteidiger kann Sie insoweit beraten. Herr Öner, wir haben nicht viel gemein. Mir ist nur ein Punkt eingefallen, den wir gemeinsam haben. Auch ich verspreche Putzjobs. Ihnen einen Putzjob, und zwar in Ihrer Zelle. Ja? Aber da ist schon wieder vorbei mit den Gemeinsamkeiten. Im Unterschied zu Ihnen halte ich das Versprechen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ronny Perling wurde wegen Nötigung, versuchter Strafvereitelung sowie Anstiftung zur Geiselnahme zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Aslan Öner wurde in einem weiteren Verfahren wegen Anstiftung hierzu unter Einbeziehung des heutigen Urteils erneut zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.